Gesunde, hochwertige Ernährung. Das ist einer der Arbeitsschwerpunkte im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer in Koblenz. Das jetzt auch Treffpunkt für die besten rheinland-pfälzischen Nachwuchshandwerker in den Nahrungsmittelgewerken ist. Für die Fleischer geht es dann hier um die Wurst, wenn sich entscheidet, wer die landesweite Nummer 1 ist. Ein Sieg im Leistungswettbewerb bedeutet auch das Ticket für den Bundesentscheid. Die Rahmenbedingungen im neuen, hochmodernen Zentrum sind ideal. Die Voraussetzungen für Spitzenleistungen also bestens. Das ist unser Produkt. Um gesunde, hochwertige Nahrungsmittel dreht sich auch alles in der außergewöhnlichen Kooperation zwischen dem Westerwälder Landwirt Kai Boller und Fleischermeister Eckhard Kleppel. Dabei spielt auch diese Bisonherde auf den Höhenzügen um Hunsdorf bei Hörgrenzhausen eine ganz wichtige Rolle. Seit Jahren betreibt Boller hier eine Zucht und bietet den Tieren ideale Lebensbedingungen. Die ersten Bisons sind 2006 auf den Betrieb gekommen, überall in Deutschland, mal hier eins, mal da zwei zusammengesucht, um dann eine Herde zusammenzubekommen. Im Moment sind 52 Tiere, die Herde soll noch ein bisschen erweitert werden auf 60 bis 70 Tiere. Und die sind ganzjährig draußen, also sind Steppentiere, die sowohl in den Plains gibt es keine Bäume, die sowohl gerade Hitze von 30, 40, 50 Grad vertragen, genauso wie in Kanada. Winter bis minus 40 Grad macht den Tieren nichts, wenn sie natürlich und vernünftig gehalten werden. Hier sind jetzt für diese kleine Herde stehen ja ungefähr 30 Hektar zur Verfügung, auf denen die Herde ihre Runden dreht. Für die Bewohner der Region längst ein Stück Alltag, für Besucher immer wieder Faszination pur, wenn sie auf ihren Wanderungen durch diesen Teil des Westerwaldes plötzlich Wildwest-Atmosphäre spüren, weil eine Bisonherde an ihnen vorüberzieht. Für Landwirt Kai Boller sind die Bisons, deren Fleisch besonders fett- und cholesterinarm ist, aber auch eine Lebensgrundlage. In Zusammenarbeit mit Fleischermeister Eckhard Kleppel aus dem benachbarten Nauort haben der Landwirt und der Handwerker eine Marktnische erobert und bieten ganz verschiedene Bisonwurst- und Fleischsorten an. Um einfach dem Verbraucher wenig oder dem Verbraucher direkt ein gutes Produkt bieten zu können, arbeite ich hier mit dem regionalen und mit dem befreundeten Metzgermeister zusammen. Und da machen wir einige spezielle Produkte. Und ich lege da besonderen Wert, dass reines Bisonfleisch verwendet wird und nur Bisonfleisch und kein Schweinespeck oder sowas in auch Wurstwaren mit reinkommt. Wir benutzen da einen kleinen Trick. Wir verwenden etwas Bioöl in einer guten Liona oder die Mettwürste mit Beerennüssen und Trockenobst, so auf Indianisch besser zum Bison passend vielleicht, aber auch geschmacklich sich unterscheiden, um einfach das hochwertige Produkt auch auszunutzen und damit den Verbrauchern was bieten zu können, was sie sonst einfach hier im Westerwald nicht kaufen können. Und damit sehe ich auch meine Überlebenschance in der Nische der Landwirtschaft, um so ein Produkt anbieten zu können. Was bei dieser direkten Zusammenarbeit zwischen regionaler Landwirtschaft und Handwerker vor Ort entsteht, ist ein Erfolgsmodell. Denn die Bisonprodukte vom Hunsdorfer Sonnenhof haben nicht nur in der Region Abnehmer. Sogar über den Westerwald werden die Waren vertrieben, die Fleischermeister Eckhard Kleppel in reiner Handarbeit und ausschließlich aus Fleisch vom Bison nach geheimer Rezeptur herstellt. Entwickelt wurden die Rezepte durch den Fleischer und den Landwirt gleichermaßen. Über die Eckhard Kleppel sagt: Da sind wir dann gemeinsam zu Hochform aufgelaufen und haben dann Ideen entwickelt, wie wir das Ganze hinbekommen. Er hat Ideen mitgebracht, weil ja bei ihm auch immer dieses Indianer Council da ist und die Geschichte mit diesen Nüssen, Beeren, die wir verarbeiten, die hat er von dort mitgebracht, die hat er wohl von irgendwelchen Trappern, die dort bei ihm an Pfingsten immer lagern, übernommen. Und aber sie geben, ich sage jetzt mal so einen Pfefferbeißer, der ja eigentlich eine gewisse Note hat. Durch die Beeren wird diese Pfeffernote wieder etwas gebrochen und es ist ein schöner harmonischer Geschmack. So verbindet sich guter Geschmack mit gesunder Ernährung, was auch einschließt, dass sich Kunden über die Herkunft und die Haltung der Tiere informieren können. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter bisonvomsonnenhof.de. Wie wichtig für die Kunden des Fleischerhandwerks Fragen zur Herkunft und zur Haltung sind, wissen auch die jungen Fleischer, die sich im HWK-Zentrum auf den Leistungswettbewerb vorbereiten, aus ihrer täglichen Praxis. Also in unserer Firma sehr wichtig. Wir können das auch nachvollziehen, bis zum Bauernhof zurück, wo welche Kuh und wie lange die auch dann schon geschlachtet ist und wie alt die war. Das können wir alles nachvollziehen, da unser Schlachthof da sein eigenes spezielles Verfahren hat über die Kennzeichnung. Und gibt auch viele Kunden, die darauf sehr hohen Wert legen.
Mit Ihrer Ausbildung haben Sie den Grundstein für die berufliche Karriere gelegt, die mit dem Leistungswettbewerb um ein Erfolgskapitel reicher ist. Mehr Infos dazu und zum Thema der heutigen Sendung auch in der nächsten Ausgabe von Handwerk Spezial, die auch online nachzulesen ist.